So, weiter geht's. Zum Seestern hoch. Und wir brauchen nämlich den Kalender. Ella, wie viele Tage sind es noch, bis Dala kommt? Zählen wir doch mal die Tage, die wir da haben. 1, 2, 3. 3 Tage? Ja, schon bald. Sag mir Bescheid, wenn du meinen Weg. Vielleicht noch ein Wedel noch. Ja, wir haben ja vorhin ein Wedel gefunden. Dann müssen wir erstmal die Pferde. Nee, das ist das Platz. Kein Wedel. Ich versuche ja unser Leben. Nemo, ich weiß ja, das ist nur ein Wedel. Aber mehr haben wir nicht. Ja, also müssen wir erstmal ihre Pferde finden. Fett und hier rüber. Mein Gott. Erstmal gehen wir mal seine Tage hier. Sophie, ich weiß, wie lange es noch dauert, bis Dala kommt. Wie lange? Gut, weil Dala ist ein Kalender, den wir uns angesehen haben. Sag mir nur, wie viele Tage noch? 3 Tage. 3 Tage? 3 Tage? Das sag ich so. Oh, Nemo, 3 Tage sind nicht lang. Hier, nimm dieses Kugel als Zeichen unter. Wow, das gewöhnt mich. Und 2. Totem, jawohl. Gehen wir zusammen, Freunde. So. Es klappt nicht. Was klappt nicht? Der Zauber und meine Schlüssel stecken fest. Du musst helfen. Ordne die Zahnräder so an, dass jede Reihe Zahnräder derselben Farbe enthält. Dann lässt sich der Zauber reparieren und meine Schlüssel kommen frei. Okay, dann müssen wir vier Zahnräder hier machen. Wie war das? Lade mal. Alle Zahnräder derselben Farbe in den Reihen an. So war das. Ach, das war so scheiße. Ich bin dahin, ich bin dahin. Ich bin dahin, ich bin dahin, ich bin dahin, ich bin dahin. Und geschafft. Geschafft! Geschafft! Du hast den Zauber repariert. Nimm diese Totem, Nemo. Merci, formidable. Danke. Okay. Noch ein Tote. Jawohl. Wo kommt das jetzt hin? Ja, das zweite. Ja, kann ich mir die Schlüssel leihen? Nimm sie mit. Ja, wir kriegen die Schlüssel. Und ich glaube, brauchen wir auch gleich. Dann gehen wir in der Schatztruhe. Die müssen wir öffnen. Hey, was ist da los? Blubbel, blubbel, blubbel. Ich will keine Blubbel. Nein, ich heiße Blubbel. Oh, ich bin Nemo. Blubbel, blubbel, komm raus zu spielen, bitte. Vielleicht kann ich deine Blubbel befreien. Nemo befreit meine Blubbel. Freiheit für meine Blubbel. Ja. Blubbel, ich habe mir die Schlüssel von Jack gegeben. Vielleicht geht die Kiste auf. Freiheit für die Blubbel! Freiheit für die Blubbel! So, die Schlüssel können wir jetzt dafür verwenden und... und welcher Schlüssel passt? Ach, sehr schwierig. Der hier passt. Sehr schwierig. Schlüssel. Es hat geklappt! Blubbel! Große Blubbel! Kleine Blubbel! Alle Blubbel! Meine Blubbel! Nicht. Du bist ein wahrer Freund. Nimm diese. Danke! So, noch ein Tote. Ich liebe diesen Blubbel. Aber für den goldenen Blubbel gibt es nicht. Was ist der goldene Blubbel? Ja, der beste aller Blubbel. Jetzt müssen wir nämlich hier oben hin. Blubbel gibt mir die Perle, weil ich für ihn den goldenen Blubbel fange. Wenn nicht alle seine komischen Blubbel hier fangen. Also besser gesagt, die richtigen Farben. Cool. Er ist aber geschafft. Eigentlich einfach. Wir haben noch keinen Hals vorher aufgestellt, weil ich ja das Spiel jetzt zum ersten Mal spiele. Meine Mutter ist mal ein bisschen doof. Ja! Bei der blaue Blubbel haben wir aufgesammelt. So,
für mich gesehen, wo wir einfach aus wie Blasen. Meine Blasen. Sammeln ein. Goldene Blubbel ist ganz oben. Oh oh. Ich glaube, der Part wird gleich zu Ende sein. Ja! Ja! Und das letzte Blubbel haben wir ja noch. Ein Blubbel, dann eigentlich den Part wieder. Der noch schnell. So, und jetzt beenden wir auch diesen Part an der Stelle. Also, bis dann.